Ich würde schon ein bisschen hier am Wasser bleiben, wir, sonst müssen wir ewig rennen, um Wasser zu holen. Ach denk stimmt, es gibt ja jetzt nicht mehr unendlich Wasser. Ja. Nur in Flüssen und Ozeanen. Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Heute haben wir mit dabei den Mavier. Hi. Und Verona MC. Servus. Mit einem neuen Skin. Jo, ich dachte mal, wenn man Zeit für Veränderung. Ich nenne es ab sofort Ash. Nee, tut mir leid. Und es ist schon sehr lange her. Wir sind jetzt bei Minecraft City 2 von Varuna. Jo. Ich wollte einfach mal, dass wir mal wieder ein gemeinsames Projekt starten. Genau. Und da hat sich eben angeboten, dass wir einen zweiten Teil von Minecraft City machen. War ja ein cooles Projekt damals. Genau. In der Tat. Und jetzt mit dem Zeftag Pack. Oh yeah. Tag Ages 307 oder 207 und sowas. Was 307 war es, glaube ich, ja. Und da bin ich mal sehr gespannt. Ich kenne das Pack eigentlich gar nicht. Ich habe nur getestet, dass das Spiel läuft. Jo, ebenso. Es wird noch sehr lustig. Ich weiß, dass ich L drücken muss und mich dann vorwärts arbeiten muss. L? Yep. Ich habe Feuer erschaffen. Halte einen Stock in jeder Hand und klicke auf einen Block, um Feuer zu machen. Oh. Okay. Ja, Stöcke liegen irgendwo rum. Ich habe schon welche gesehen. Hier ist einer. Ja, stimmt. Wie nehme ich den in die linke Hand? Ich habe keine Ahnung. Im Inventar. Einfach nur im Inventar auf das Schild legen. Das ist deine zweite Hand. Okay. So, jetzt habe ich einen Stock in jeder Hand. Was mache ich jetzt damit? Rechtsklick. Da liegt der Stock. Nein, das hast kaputt gemacht. Ja, der Stock. In der Luft rechtsklicken oder wohin? Nee, auf etwas. Du willst doch Feuer machen. Das heißt, du musst darauf, wo du Feuer machen willst, auch draufklicken. Oh, aus dem Laub kriege ich Äste raus. Du solltest es auch nicht hinlegen, du solltest es in der Hand behalten. Ja, worauf soll ich denn klicken, wenn ich rechts liege? Rechtsklick mache, lege ich es da hin. Das ist ja der Witz dabei. Soweit war ich schon mal im Testmodus. So kriegst du kein Holz auch runter. Was? Nein. Ah! Ja. So läuft das. Draufklicken. Wo draufklicken? Einmal rechtsklick halt, nicht halten, einmal nur drücken und dann macht er Feuer. Nö, also ich leg die Stöcke hier hin, Varuna auch. Dann habt ihr die falschen Tasten eingestellt, warum auch immer. Was für Tasten braucht man denn bitte dafür? Was soll ich das wissen? Bei mir ist Standardbelegung. Rechtsklick macht Feuer. Super, sag uns mal bitte, wie die Taste bei dir rechtsklick heißt. Secondary Action oder irgendwas. Gott. Standard, ich habe an der Taste nichts geändert. Ja, ich auch nicht. Ja, deswegen, und ich kann ja nicht mal umstellen. Option. Use Controls. Item Place Block ist Right-Click. Und wenn ich ein Feuerstock in der linken Hand und ein Feuerstock in der rechten Hand und dann Rechtsklick auf einen Block und dann macht er Feuer. Ah, jetzt habe ich beide. Guck mal, da hast du. Das ist so. Also siehst du auch beide Stückchen. Und dann Rechtsklick. Hat nicht funktioniert. Wohin machst du das? Hey, du musst einen auf das Schild legen in deinem Inventar und einen in die Hotbar legen. Hab ich doch. Ja. Wenn du dann beide Stücke in einer Hand hast, rechtsklick auf irgendeinen Block und dann fuchtel da kurz mit beiden Stücken und dann entsteht Feuer. Bei mir legt ihr den nur hin, als würde er Feuer machen wollen. So, nochmal für Dummies, bitte. Ich habe einen links, ich habe einen rechts. Das sind beides Feuerstöcke. Beides Stöckchen. Warte mal, du kannst dir die linke. Nicht Stöckchen. Es müssen Feuerstöcke sein. Ah, und wie macht man den Feuerstock? Aus dem Stock? Ja, natürlich aus dem Stock. Ach, wie man den macht. Ah, zwei Stöckchen nebeneinander. Hey. Die Rezepte verrät euch doch Wailer. Wailer, NEI. Oder JEI. Ja, ich ganz hab abgesehen. Feuerstöckchen. Ja, genau. Ich hab nicht genug Stöcke. Hast du noch Stöcke? Ah. Warte. Ah, super, ich versuch's die ganze Zeit mit normalen Stöcken. Oh Gott. Hast du schon? Du musst doch einen Stock. Ich mach dir einfach den Text lesen, den du bei den Advancements siehst. Hold a fire stick in each hand and click on a block to create fire. Ach komm. Ach, das ist so. Ah, so. I have created fire. Warum haben wir nur eins von zwei, obwohl wir zusammenspielen? Wir haben die Advancements noch nicht. Wir sind noch ganz am Anfang. Du hast ja schon vorgespielt.
Wie vorgespielt? Ich habe nichts vorgespielt. Hey, dann müssen wir zuerst das mit der Flint Hatchet vorne dran machen. Und erst dann können wir das mit den Feuerstöcken machen. Geht der Techbaum jetzt von oben nach unten oder von unten nach oben? Von links nach rechts. Ach so. Ach, Gott, das da wird noch Arbeit. Ich kann es jetzt schon sehen. Ich habe als gedacht, der Tech geht von unten nach oben. Ich habe eine Idee. Hätte so, als wäre er farbkodiert oder so. Es wäre ja zu einfach, ne? Ich habe eine Idee. Melvia macht die Techs und wir machen irgendwas anderes. Ja, ihr steht in der Gegend rum und schaut Luftlöcher. Wir zählen die Grasblöcke. Ja, oder wie viele Grasblöcke sind in einer Minecraft-World? Noch einer. Flint Hatchet, okay. Wo ist meine Blume hin? Blake, Flint und... Hä? Warum schmeißt er die weg? Weil die noch unbekannt ist. Wir sind noch zu doof, um das meiste zu wissen. Und die Blume ist noch etwas Unbekanntes. Das ist ein unfamiliar Item. Und wenn du die anwählst mit dem in der Hotbar, wupp, schmeißt er sie hin. Ach du Scheiße. Ja, das heißt, wir wissen jetzt auch nicht mal, wie Erz aussieht. Wir können auch kein Holz ernten. Wenn wir hier draufklicken, dann zerstören wir das Holz. Ach, das habe ich schon festgestellt. Okay, dann mach mal schnell das mit der Spitzhacke. Mit der Hatchet, ja, dann müssen wir halt erstmal, da hinten ist, Hier liegt ein Stein Gravel auf dem Boden, den kann ich aber nicht aufheben. Das nochmal. Ah, man kann ihn schlagen, aber nur in ganz komischen Winkeln. Hast du Gravel gefunden? Ja, hier unten am Fluss. Sammeln mal ein paar Steine, vielleicht ist dann hier. Ja. Blind, ich vergesse, es war Feuerstein dabei. Drück einfach mal L, brauchst eine Flint Hatchet, so you can cut down trees. So, und wenn du dann im JEI dir das Rezept für Flint Hatchets ansiehst. Brauchen wir irgendwelche Pflanzenfasern? Ja, genau. Hier. Genau. Du hast das? Okay, dann können wir. Kann ich jetzt die Axt machen? Ich weiß nicht mal, wo ihr hin seid, das ist das Problem. Hier unten am Fluss. Pick. Da oben das Schaf schaut sich ganz. Das Schlimme ist, komplett ohne Karte bin ich mal wieder super orientierungslos. Ich bin jetzt dort, wo wir eben gestartet sind. Dann gehst du an die Klippe. Ja. Da hinten sehe ich den Namen. Rechts von dir, rechts. Ja, genau. Ich sehe euch. Sehr schön. Eieiei, hier hat man sich sehr schnell verlaufen. Ganz ohne Karte ist super ungewohnt. Ja, es wird gleich dunkel, wir haben gleich Probleme, aber naja gut. Ja, wir sind nochmal in der Nähe vom Spawn, das sollte noch nichts passieren. Schauen wir mal. Wie viel Plant Twine hast du? Möchtest du? Ich glaube 6 Stück. Okay, dann kriegst du. Dann crafte die mal bitte zusammen in einer Dreierformation, dann bekommst du die verstärkte Variante bei raus. Hier ist die 2 Stückchen. Und dann kannst du diesen Tisch da machen. Weil das brauchen wir für die Axt. Ich brauch Gravel von euch. Nee, Flake Flint. Da sind die 2 Sticks. Und Flint. Dann kannst du World oben Make Your Flint machen. Ich hab ja kein Flint. Du brauchst es. Du musst es erst machen. Du musst die Stöckchen mit 2 von den Pflanzenfasern verbinden. Diagonal in deinem normalen Crafting-Menü. Stöckchen diagonal mit den Pflanzenfasern. Und da kommt so Gras, Fiber, Mesh raus. Genau. Hatchet, also alles unfamiliar. Guck doch einfach mal bei L, ganz oben im Tech Tree. Das wäre natürlich einfach. Autsch. Mesh your Flint. Bist du so dumm oder tust du nur so? Use the grass fiber mesh in a crafting grid with gravel to obtain Flint. Ja, schön. Ich habe weder das Mesh noch habe ich. Das Mesh musst du machen. Das ist der nächste Schritt. Darum geht's doch. Guck ins JEI, wie das Mesh gemacht wird. Mach ich schon. Ah. So habt ihr das gemeint. Eieiei, heute stehe ich auf dem Schlauch. Es ist einfach schon zu spät. Warum er nicht so spät gekommen wäre. So,
Tada! So, und dann craftest du das bitte schön mit Gravel, um Flint rauszukommen. Ja. So langsam verstehe ich's, meine Güte. Aller Anfang ist schwer. Genau, das wird nur besser. So, jetzt habe ich jede Menge Flint und den kann ich nicht weiterverarbeiten. Wäre zu schön. Dann nimmst du bitte den Flint in die Hand, gehst hier zu dem Stein und haust ihn drauf. Nee, echt? Geil. Ja. Was? Flint auf Stein hauen? Ja. Und was passiert dann? Hey, dann bekommst du so Flint Bröckchen bei raus. So Splitter. Rechtsklick, linksklick. Rechtsklick. Ja, mit Rechtsklick setzt du doch den Gravelblock. Nicht den Gravel, den Flint. Das, was ich gerade mache, aber es passiert nichts dabei. Muss ich ihn vielleicht auch in die rechte Hand nehmen, oder? Ist egal. Nein. Sollte reichen, wenn du ihn in der Hand hast und dann draufklickst. Eieiei, so. Left-click, Flint against a hard rock. Oder Lift. So viele Möglichkeiten gibt es bei Minecraft nicht, Tasten zu drücken. Das ist ja das Schöne. Ah, bitteschön. Auf den Stein, nicht neben Stein. Ich habe seitlich an den Stein gehauen. Das ging nicht. Was? Du willst den Flint doch an dem Stein zerstören. Ja, das kann ich doch auch seitlich machen. Ich kann doch auch gegen den Stein hauen, also bitte. Ob ich jetzt auf den Stein oder neben den Stein haue, hauptsache ich haue auf den Stein. So, jetzt habe ich Fleck Flint. Wuhu. Genau. Alle so Kleinigkeiten. So. Flint Hatchet. Genau. Das ist jetzt das nächste. Jetzt machst du mal bitte. Das ist nicht so schwer. Haben wir davon jeder eine, oder? Wenn du genug Sachen hast, kannst du mal jedem eine geben, ja. Wir haben gar keine Fasern mehr, wir müssen nochmal Fasern sammeln. Ja, einfach ein bisschen Gras klatschen. Eine. Wächst zu wenig Gras. So viel Gemüse, aber kein Gras. Zombie! Du hast sie angelockt. Kann ich einen Grasblock abbauen? Ja, das geht. Ein Trompetenskelett. Turret. Bei mir ist gerade draußen Weltuntergangsstimmung. Das bisschen Regen. Der pustet echt in der Trompete. Aber der schießt jetzt keine Pfeile aus der Trompete oder so. Nein. Ah, der pustet mich weg. Na, danke. Ja, der bläst einen weg. Ist doch mal eine lustige Sache. Ey, das nervt. Damit. Scheiß Vieh. Aber lustige Idee. Oh, ist ihm runtergefallen. War ja klar. Okay, die haben sich echt mal ein paar interessante Gegner überlegt. Ja, und jedes Zeitalter kommen neue Gegner. So, ich brauche drei, um sie zu verstärken. Immerhin, wenn man Sachen craften möchte und es geht nicht, kommen sie wieder ins Inventar und man schmeißt sie nicht mehr auf den Boden. Ja, das ist eine sehr gelungene Änderung, finde ich. Ja, das habe ich zwar nicht gut erkenntlich gemacht, aber gemeint. Ja? Wo seid ihr denn hin? Auf der anderen Flussseite. Ich suche gerade. Lass mich hier einfach allein. Ja. Ich habe noch einen Twine. Ich habe noch drei Plant Fiber. Mit meinem Holzset. Komm rüber. Ich kann doch nicht schwimmen. Ah, und was ich noch sagen wollte, die Gewässer sind hier alle durchsetzt von Piranhas. Also seid vorsichtig. Ja, es gibt hier Piranhas. Und wenn ihr es flappen hört, so flapp durchs Wasser, dann schnell raus. In die Hand und lauft. Oder schwimmt. Hier, warte, ich hab da noch. So, hier ist ein Schwein. Wie war das? Oh, da ist entweder ein Bär oder. Da oben? Ja, irgendwas kriecht hier hinter dem Baum, da war ich vorsichtig. Gut. Macht der Aua? Der Bär, ja. Bär klingt schon ziemlich stark. Ja, stimmt, Bär ist da übel. Oben ist was. So, ich habe endlich eine Flint Hatchet. Es ist braun. Wow. Und da läuft noch irgendwas rum. Ich verstecke mich mal hinter euch. Ja. So, und dann wurden auch gerade neue Sachen freigeschaltet. Ich muss dran denken, immer L zu drücken. Pavement Height Tree. Können wir jetzt einfach so Bäume abbauen? Nein, dafür brauchen wir die, das Werkzeug, die Hatchet. Achtung, Zombie.
noch einer. Boah, das ist ja ein Gemeinschaftsprojekt, Zombies zu hauen. Ja, schmeiß den bitte mit Blumen nach den Zombies. Die irgendeiner aufgesammelt hat. Geben irgendwie Gold oder sowas. Da haben wir die Erfahrungsanimationen geändert. Ah, Rosen können wir aber schon. Rosen hab ich schon. Ja. War ein sehr lustigen eckigen Mond, aber es ist jetzt schön gemacht mit dem Dunkel, also es wirkt richtig echt. Wie hast du jetzt die Axt gemacht? Das ist keine Axt, das ist, oder? Doch, Hatchet. Das ist eine Hatchet, das ist eine Art Axt, ja. Also, gucken wir doch das mal. Das brauche ich. Oh, das macht Holz, endlich. Ja. Und die Blätter zerfallen relativ schnell. Das gab es früher mal gemoddet, aber ist jetzt wohl dann normal, meinst du damit? Äxte. Mavia, willst du auch ja. So ein Teil? Oh ja, vielen Dank. Jetzt habe ich zwei hingeworfen, damit jeder Baum, jeder Abfall. Ach, jeder Baum ist gemacht. Da hinter dir. Da, hier, da, da, da. Ah. Jetzt erstmal ein bisschen Holz sammeln. Ich hab zwei. Es wird wieder Tag. Ich schlag mal vor, wir suchen uns jetzt langsam mal einen Platz zum, zum Leben. Ja, das auch. Aber können wir auch jetzt ganz normal craften? Craften ist so einfach nicht. Da brauchen wir erstmal eine spezielle Werkbank. Die ist schlechter als die normale und die müssen wir uns auch erstmal freischalten. Wie gesagt, wir müssen uns hier anhand dieses Tech Trees entlanghangeln, wenn wir irgendwas freischalten wollen. Okay. Und, positiv. Die anderen haben später die gleichen Späße und keinen, der es nicht Komme! Und wenn ihr genau drauf achtet, im Tech-Tree sind bestimmte Sachen lila hinterlegt, nicht ja, das blau. Ist mir aufgefallen. Blau hinterlegt heißt, wir haben es gemacht. Lila ist auch gemacht. Allerdings ist das der Pfad, den wir nehmen müssen, um ins nächste Zeitalter zu kommen. Alles andere ist nur drumherum. Ah. Aber um von einem Zeitalter ins nächste zu kommen, müssen wir diesen lila Pfad folgen. Diese Achievements sind die wichtigen. Hopping-Block muss ich mir bauen. Ja, aber wie gesagt, ich würde mich jetzt lieber erstmal irgendwo häuslich niederlassen. Da können wir uns dann die Errungenschaften bearbeiten. Okay, ich hab's abgegeben. Ja. Ich habe ein bisschen Holz, ich denke ihr auch. Ja, ein bisschen. Dann gehen wir mal gucken, oder? Ja, da hinten. Gehen wir ein bisschen weiter hinten links, würde ich sagen. Das sieht so aus, als wäre da eventuell ein freies Feld. Und was ich auch toll finde, ist, dass hier einfach so Felder sind. Ja, hier liegt überall, oder wächst überall Nahrung in der Gegend. Ich habe euch verloren, wo seid ihr hingelaufen? Richtung Westen. Hahaha. über den Hügel geradeaus. Folge meiner Stimme. Ja, ja. Ja, ich höre nicht auf ihn, wir sind hier. Ja, da wo das Hühnchen ist. vielleicht ist bei ihm auch eins. Keine Ahnung. Echt schlimm, hier verliert man die Leute sehr schnell. Wo ist er denn jetzt? Ach da. Bin hinter Mavia. In die Richtung wollten wir. Ja. Los Ash, ich folge dir. Dr. Ash, them all. Sollen wir die Seeds hier mitnehmen? Ja, aber wie gesagt, viele Sachen sind doch, noch. Die Seeds mitnehmen. Sind noch in dem Fall. Oh, hier. Nee, können wir doch. Bellerum. Wenigstens kennt er Minecraft-Kartoffeln. Ja. Da liegt eine tote Biene. Also am Anfang ist die Inventarhaltung noch. Sehr suboptimal. Ich wäre also vorsichtig, jetzt nicht unbedingt alles mitzunehmen. Ich hole noch Süßkartoffeln. Das ist, glaube ich, rote Beete. Ja, dann halt rote Beete. Nutze übrigens das Buildcraft Texture Pack. Viele Sachen drin, aber manche leider irgendwie auch noch nicht. Kannst du dich wieder austoben? Ja, die ganzen Texturen, die ich sonst immer benutzt habe, passen da nicht so wirklich dazu.
Es war nicht so klug, hierher zu kommen, oder? Mach mal gerade das Fenster zu, hier zieht's wie Hecht so. Ui, ist das so. Weil sie ihm zu heiß ist. Ein Steppenwolf. Ja, ja, hier ist Meer, da ist jetzt nicht allzu viel. Aber ansonsten würde ich sagen, trimme ich das Ganze so auf eine Folgenlänge von ca. 20, 25 Minuten. Dann werde ich es dir gleich tun. Die ersten Folgen werden wir auf jeden Fall gemeinsam aufnehmen. Zumindest Mephisto. Mevian nimmt nicht auf. Es wird dann noch ein paar andere Mitspieler geben. Die kommen in den nächsten Tagen dazu. Mhm. Den Anfang machen wir jetzt mal privat sozusagen. Genau. Davon gibt es auch Leute, die streamen wollen oder aufnehmen. Ist feel free. Was sind denn die gelben Blumen hier? Das sieht aus wie das, was damals in der Wüste immer gewachsen ist. Feierblumen oder sowas? Wie hieß denn die? Blossom. Die geleuchtet haben in der Wüste. Ach, diese Feuerblumen. Irgendwie so. Mann, man kennt hier echt nichts. Nee. Ich bin schon mal auf dem Weg wieder zurück. Ja, in Richtung Spawn. Ja. Herr Weizen. Bin hinter Mavia her. Autsch. Also ja, einen Spawnpunkt finden wird ein bisschen schwer, glaube ich. Nö, der ist schon hier. Nicht Spawn. Stadtpunkt, wo wir die Stadt errichten wollen. Gehen wir gerade mal hier ein bisschen links, da, ob hier vielleicht. Das ist so groß. Ja, das ist Sakura. Können wir Schafe töten? Töten kannst du sie auf jeden Fall, ja, aber du kannst halt das Fleisch noch nicht essen. Und ein normales Bett gibt es am Anfang auch nicht. Nein? Nein. Was hast du uns da nur eingebrockt? Ja. Wenn ich gesagt, dass wir in die Hand nehmen möchte, den ich nicht kenne, lasse ich ihn fallen. Gemein. Boah, ich verliere ja auch mehr wieder. Ja. Ich bin bei Mavia. Mavia ist bei mir. Ja. Irgendwo Blumen mehr. Seid ihr bei den Schafen vorbei? Schafe? Ne, wir sind ein bisschen links rumgegangen. Von da, wo wir gekommen sind. Ich glaube, ich sehe euren Namen. Da oben rennst du. Wir sind links von dir. Ja, genau da. Wow. Na! Sorry, ich wollte die Kartoffel essen. Ich hab dich mit der Kartoffel geschlagen. Dabei wollte ich sie essen. Und zwar nicht absichtlich. Weil es ja auch so schwer ist, in Minecraft was zu essen. Ja, rechtsklick, linksklick, falsch. Ein Riesenbaum. So, hier sieht's doch mehr nach flacher Landschaft und Fluss aus. Ja. Ich hätte eigentlich gerne so eine offene Ebene. Auch, aber halt erstmal finden. Also man schubst sich jetzt, habe ich gesehen. Das konntest du früher auch, da musstest du halt jemanden schlagen. Nein, ich schubse dich, glaube ich, indem ich gegen dich laufe. Bleib mal stehen. Aber oder auch nicht. Dass die Charaktere nicht mehr durchlässig sind, ist auch schon lange so. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Das ist, glaube ich, auch das erste Modpack, das ich mit der 1.12 spiele. Das letzte war noch 1. Keine Ahnung, 9? 10? Da hinten. Jetzt hat mich auch jemand geschubst. Das war ich. Und dann nicht mal absichtlich bin ich stehen geblieben. Ich glaube, da hinten wird es besser. Zumindest mal ein paar Wildbeeren gefunden. Wo seid ihr denn? Nur dem Verona nach. Ich hab mich abgehängt. Tja, der so nach Wildbären tiert. Ja, irgendwie muss ich mich ja heilen, aber dann hat mich ja jemand geschubst. Tank relativ 11, 14, 12, wenn ihr das ist. Komm, hier sind ein paar Schweinchen. Hä, hauen die jetzt alle ab, wenn man eins davon taut? Ja, glaub schon. Sah so aus. Da ist ja schon so Hundi, ich gehe ja schon. Seid ihr relativ geradeaus weitergegangen, oder? Meine ich schon. Oh, lass mich in Ruhe, Hund. Ah, Schweinchen erledigt.
Protein! Protein! Hast du uns gefunden? Nein, ich schaue hier gerade auf einen Hund, der mich nicht in Ruhe lassen will. Mit einer Beere. Das heilt man sehr, sehr schnell. Jetzt habe ich auch Maruna wieder verloren, der gerade noch da war. Na, da oben ist er. Da ist er ja, der Maruna. Ja, wir haben Mevia gefunden. Rescue. Was? Ich habe dich gefunden. Ja? Oh. Verloren. Was jetzt? Habe ich ihn verloren oder gefunden? Verloren. Er antwortet nicht mehr. Wie? Ich bin doch hier. Wo ist hier? Ja, hier. Ja. Ich dachte, ihr habt mich nicht gefunden. Habt ihr mich jetzt da wieder verloren oder? Ich habe dich nicht gesehen. Ich bin auf einem sehr hohen Baum, aber ich sehe dich nicht. Ich glaube, ich sehe dich. Oder bist du das? Weg bist du. Ich bin hier oben. Oh, ich habe hier eine Ebene gefunden. Wenn du weg bist, Maruna, bin ich das. Jetzt geh du nicht auch noch weg, sonst verliere ich mich auch noch aus dem Augen. Wenn du auch da weiter gelaufen bist, dann laufen wir auch in die Richtung. Komm, Equisto. Ach, da hinten seid ihr. Ich bin oben auf dem Baum, ich sehe dich. Ja, ich sehe dich. Hinter dir? In diese Richtung, okay, dann kommen wir links. Dahin. Geradeaus, ja, da. Ah! Du stehst auf dem anderen großen Baum dahin. Ja. Quatsch. Eieiei, das. Keine Ahnung, was ihr für Runden gedreht habt, aber hier ist scheint eine Ebene zu sein. Equisto, bist du noch bei mir? Nein, ich bin unterwegs zu Mevia. Ich finde zwar den rosa Baum nicht, aber. Die Richtung sollte ungefähr stimmen, außer ich habe echt Tomaten auf den Ohren, auf den Augen. Ach sowieso. Ah, ja. In den Ohren auch. Da hinten ist der Baum, ich habe nicht mehr hier. Ich habe es zwar umrundet, aber ich bin bei dir. Da, ja. Ich komme runter. Und Maruna ist auch da, sehr schön. Meine Güte, eine schwere Findung. Ja, hier sieht es doch gut aus. Ja, schauen wir uns mal ein bisschen weiter um, wie groß die Ebene ist und dann... Ich habe Kartoffeln. Yay, müssen wir aber backen. Ansonsten sind die nicht allzu hilfreich. Habe ich schon gemerkt, aber ich habe sie trotzdem gegessen. Ich sammle ganz viele so Dinger. Brauchen wir die noch? Beerenbüsche. Ja. Was ist das? Dort irgendwie. Was ist hier wieder dunkel? Wir sollten uns gleich eingraben. Grab dich gleich ein. Mist, ich hab dir auch eine Axt gegeben. Da ist noch ein Fluss. Da sind Berge. Also hier sieht es relativ hübsch aus, würde ich mal behaupten. Ich würde noch mal ein bisschen zurückgehen und da hinten dann bauen. Ich würde schon ein bisschen hier am Wasser bleiben. Sonst müssen wir ewig rennen, um Wasser zu holen. Ach stimmt, es gibt ja jetzt nicht mehr unendlich Wasser. Ja. Nur in Flüssen und Ozean. Genau. Ja, hier sieht's gut aus. Da ist ein bisschen Wüste, ein bisschen Sand. Seht in welches Biom man gerade ist. Gravel. Das wird nicht angezeigt. Das ist versteckelt. Verdammt! Ja, auch die Koordinaten und so weiter, ist alles versteckelt. So. Wird alles noch freigeschaltet oder so. Sehr lustig gemacht. Wir müssen uns erst noch einen Atlas freischalten und dann die Journey Map müssen wir uns dann in einem weiteren Zeitalter freischalten. Aber das machen wir nicht mehr heute. Oh. Das ist nicht in dieser Folge. Nö, also ich würde sagen, für die erste Folge haben wir jetzt hier mal einen Platz gefunden und werden dann wohl hier ein bisschen bauen. Ja, in der ersten Folge haben wir gezeigt, dass wir nichts können. Dass wir keine Ahnung haben. Wir können nichts, aber davon besonders viel. Ja. Aber der Mondaufgang am Wasser sieht schön aus. Ja, und der Zombieaufgang, der jetzt gleich folgt. Na ja, gut. Ich hab mich gleich eingebaut. Ich wäre dann mal für hier fertig. Was? Du hast dich eingebaut? Ich wäre dann für heute fertig. Ich sag euch einfach schon mal Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Weitere Folgen kommen demnächst. Juhu. Und dann bis zum nächsten Mal. Radio hier. Yep. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye. Ciao, ciao. Bye.